Willkommen bei den Map News, dem Überblick über alle Karten, die in den letzten Tagen rausgekommen sind. Wir starten mit der Le Petit West oder auch Little West. Die Karte ist nur für PC und rausgekommen ist die bei Forbidden Mods. Die Links sind natürlich alle unten in der Beschreibung verlinkt. Gut, die Le Petit West kommt von Vincent Le Pesan und noch einigen anderen Helfern und Testern. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. So, 62 Felder, 3 Bauernhöfe. Den einen haben wir hier. So, das sind Schweine. Beziehungsweise ist ein Schweinehof. Oder Schweinestall. Man hat auch schon ein paar Felder. Natürlich starte ich alles im leichten Anfängermodus, sagen wir es mal so. Ein paar Felder haben wir schon. Insgesamt 5 Felder. Einen Hof, auf dem wir hier nicht starten. Wir starten hier drüben beim Schweinehof. Dann haben wir auch noch Schafe. Dann etwas zum Hinplatzieren für Gemüse und hier ist auch ein Kuhhof, hier ist noch ein Schafhof. Insgesamt gibt es 3 Bauernhöfe. Das wäre, glaube ich, der Händler. Und ja, so, die Icons von Weizen zum Beispiel hat eine kleine Änderung. Zwiebeln, Karotten, Alfalfa, Clover, also Klee, Rote Beete und Pastinaken. Karotten sind schon drinnen, deswegen wird wahrscheinlich Mystic Field Tap hier angezeigt. Aber nicht bei Alfalfa und Clover. Hier ist auch alles soweit standardmäßig. So, die Verkaufsstellen haben wir soweit alles. Schokolade ist hier nicht mehr eingetragen. Ja, verkaufen kann man es, aber in der XML ist irgendwas nicht richtig eingetragen. Finde ich richtig schade. So, okay. Kälber, Iglo von A bis H hat man. Kuhstall am Hof und Hühnergehege hat man auch. Verträge sind auch vorhanden. Und Produktionen besitzt man noch keine. So, das hier wären dann die Stallfahrzeuge. Der Rosselmarsch, John Deere AH7810. Ja, den Bührer. Marcel Ferguson und dann sind wir schon wieder am Anfang. Ja, das wäre der Hof, den wir schon besitzen, ein Kuhhof und hier sollten auch irgendwo dann die Hühner herumlaufen, einen Hund haben wir auch da. Fahrsilos, Steinesammler, im Prinzip ist dann alles vorhanden, was man so braucht. Einen Metzger, einen Fischzucht und man benötigt auch zusätzliche Mods. Die einen muss man sich selbst herunterladen, die sind in der Datei drinnen, die man herunterlädt, aber die muss man entpacken, weil dort ist nämlich die Karte drinnen und auch eine Datei, wo das Ganze eben drinnen steht, was noch heruntergeladen gehört. Zwei davon habe ich heruntergeladen, weil beim anderen warte ich ehrlich gesagt zu lange. So, insgesamt 2 Weiden, ein Kuh- und Schafhof. Ein platzierbarer Bereich, den haben wir hier oben. Da haben wir eine Zuckerfabrik, schon fertig platziert, schaut richtig gut aus, sehr groß. Ja, das wäre der platzierbare Bereich. Forst haben wir auch vorhanden. Ja, die Kartenweitsicht, also die Karten, wie sie so ausschaut, von unten weiter, wenn man in die Ferne schaut, also richtig gut. Von oben sieht man halt, dass nun ja rundherum alles kahl ist. Nun ja, von tiefer gesehen schaut das richtig gut aus. Und dadurch, dass die Karte von Forbidden Mods ist und natürlich alle Karten, die ich immer vorstelle, sind immer unten in der Beschreibung verlinkt, dass ihr sie nicht suchen müsst. So, haben wir irgendwelche Fehler da? Nein, soweit sehe ich nichts. Und ja, Warnings, diese Warnings sind bei mir komischerweise immer. Aber gut, das hat jetzt nichts zu bedeuten. Und soweit passt alles. Wunderbar. So, das wäre es
Im Großen und Ganzen mit dieser Karte. Zusätzliche Früchte habe ich schon gesagt. Gut, insgesamt 62 Felder, zwei Seen, einen Fluss haben wir hier. Hier ist der Fluss unten. Okay, diverse Produktionen wie Fischzucht ist auch schon da. Die wird automatisch runtergeladen, wenn man die Karte starten möchte. Und ja, ist im Prinzip was Neues, was nicht auf jeder Karte zu finden ist. Die Felderaufteilung her, die gefällt mir auch. Und ja, es gibt teils rechteckige, ungleichförmige. Also von dem her ist die Karte meiner Meinung nach top. Gut, das waren dann die neuen Karten, eigentlich ja, neue Karte. So, hier haben wir den Schweinehof. Noch einmal zum Anschauen hier. Hier wäre Schafhof beziehungsweise ein Schafgehege. Kann man auch, wenn man möchte, eventuell als Hof ausbauen. So, dann haben wir da unten, da fliege ich schnell hin. Ja, eine Biogasanlage haben wir auch da. Ja, da wären die Gewächshäuser und daneben haben wir auch einmal Kühe. Schaut gut aus soweit. So, den haben wir schon. So, dann haben wir hier dann auch noch mal Schafe. Und ja, im Prinzip einen Schafhof sogar. So, Zuckerfabrik war ich schon. Spinnerei haben wir auch hier. Gesteinsbrecher. Sägewerk. Und damit verabschiede ich mich mal von der neuen Karte heute. Willkommen bei den Updates. Es kommt als erste Karte die Achterndieck. Version 5.2 von NDS Modding. Die Karte unterstützt Production Reef mit Precision Farming. Ist eine Vierfachkarte. Sie hat 174 Felder, 2 Höfe und das ohne Farmhaus, 4 Biogasanlagen, 128 Hightaps und Multiterrain-Triangle, also den Multiterrain-Boden. So schaut die ganze Karte von oben aus. Nicht zu vergessen, Vierfachkarte. Also schaut wirklich recht gut aus. Von dem Ganzen bis auf, nun ja, die Fluchtextur gefällt mir nicht. Das muss ich gleich mal vorweg sagen. Aber jeder hat seinen eigenen Geschmack. So, geändert wurde bei der Version 5.2 folgendes: Sie ist Precision Farming Ready mit den neuen Früchten vom DLC. Den Tiger 6 NDS ist auf die neuen Früchte vorbereitet. Mit dem Platinum DLC werden Karotten überschrieben, die werden benötigt für den Erntefortsatz der DLC-Früchte. Neue Geo, also neues Wetter. Karte ist mit und ohne Premium DLC spielbar. Icons und Forscher wurde angepasst und kleine Bugs wurden behoben. Und wichtig, immer ordentlich lesen. So, ihr benötigt kein neues Save Game. Das ist mal was Gutes. So, weiter. Münsterland Version 2. Manure System Ready, Precision Farming. Und hier steht zweimal Manure System und getestet ist sie auch. Auch eine Vierfachkarte. 185 Felder, 8 leere Flächen, wo man den Hof hinbauen kann. 4 Aussichtspunkte, 26 Waldgebiete, 5 zusätzliche Früchte, nämlich grüne Roggen, Karotten, Zwiebeln, Ackergras, Alfalfa. Ja, Karotten haben wir schon durch die DLC dazu bekommen. Ah, das will ich nicht. So, und ein Holmerpack zum Ernten der ganzen Früchte bekommt man von hier. So schaut die ganze Karte aus. Wenn es einem gefällt, kann er sie sicher spielen. Der spielt sie sowieso. Für mich, nun ja, ich habe sie noch nicht so richtig ausprobiert, muss ich auch ehrlich gestehen. Aber nun ja, eine Vierfachkarte ist für mich alleine etwas zu groß. So, Münsterland V2 mit Manure-System.
So, komplette Karte ist auf das Manure-System ausgerichtet und ohne Manure-System, wer das so spielen muss aus der Mottes die Zeile 126 rauslöschen. Felder wurden komplett neu definiert. Zwei Felder gibt es jetzt mehr. 187 Felder, 5 Höfe wurden gebaut. Es gibt noch drei Bauflächen, wo man seinen eigenen Hof bauen kann. Dann Straßenabschnitte wurden drei erneuert. Zufahrten zu Windkrafträdern wurden erstellt. Windkrafträder-Einnahmen wurden verringert. Dann vier Wasserkaufstellen gibt es. Wasserplanen wurden erneuert. Man kann jetzt auch darin schwimmen. So, für die kleinen Holzfäller wurde ein Sägewerk hinzugefügt. Eine zweite Tankstelle plus Werkstatt. Terrain wurde an gewissen Stellen angepasst. Vier neue Früchte, nämlich Klemon, Roggen und Radikale. Händler mit Ballenverkaufsplatz, der wurde getauscht. Feldwege wurden erneuert. An jedem zweiten bis dritten Feld wurde eine Einfahrt hinzugefügt. So. Dann die PDR wurde erneuert. Kompetitive Multiplayer ist möglich. Wegweiser wurden erneuert. Einige Kleinigkeiten wurden verbessert und korrigiert. So, und alle Mods, die man benötigt, werden beim Spielstand von Modruppe heruntergeladen. Finde ich eine tolle Sache. So, Nordagrar hat auch ein Danke von ihm bekommen für die 2 Wochen Testphase und Edermod hat einen Danke für die Freigabe der Trägermarker bekommen. So, gut, ja, wenn man Fehler sieht, entweder das Angels Team oder Nordagra, bitte melden an die, bitte melden und dann geht's weiter mit Alma Missouri Rockcrop Ready. Also bei dieser Karte ist es ganz einfach, die ist für Rockcrop vorbereitet worden, wenn man damit spielen möchte. 42 Farmlands, 41 Felder, 5 Felder mit Gras, BGA, ein kleiner Wald und Missouri Lessons Place, also Missouri Nummerntafeln sozusagen. So, und ja, mehr gibt es hier nicht. Mir wird auch nichts anderes gezeigt. Die andere Missouri ist schon mal rausgekommen, aber die Rockcrop Version wurde auf Version 1 festgelegt. So, Kalinowka Version 1.0.0.1. So, Alfalfa, Clover, Roggen, Karotten. Also, das heißt, hier gibt's Luzerne, Klee, Roggen und Karotten. 108 Grundstücke gibt es, 65 Felder. So, die Karte ist Precision Farming Ready, Mais Plus kompatibel. So, Fußgängerverkehr, Autoverkehr, russische Nummernschilder. Und so schaut die ganze Karte aus. So. Gut, soweit einmal zu den Eckdaten. Geändert wurde Folgendes. Die Visuals Error, also die Sehfehler, übersetzt, wurden korrigiert. Dann die Kollisionen zu den Ladengebäuden wurde hinzugefügt. Ein Fehler bei der Übersetzung von Hühnerfutter wurde behoben. Das ist das hier. Dann ein Fehler im Zusammenhang mit Pflanzen und Sämaschinen wurde behoben. Weiters ein Fehler mit Silage im Tieffuttermischer wurde behoben. Dann Symbol für Gemüse wurde korrigiert. Dann auch die Symbole für die Gewürze und es wird ein neuer Spielstand empfohlen. Gut, die Port Hot Barrow. Eine Hot Barrow vergrößert auf vierfach. DLC, also Platinum DLC Ready von Gullydecker. Also eine Vierfachkarte und für Platinum DLC geeignet. So, da gibt es auch eine Version ohne Ampeln. Dann die schwebenden Ampeln auf dem Boden wurden ersetzt. Die kleine Garage konnte nicht verkauft werden. Das kann man jetzt natürlich. Aufträge für Sommerfrüchte konnten nicht abgeschlossen werden. Das kann man natürlich jetzt wieder. Schwebende Lampen an den
Weinbergen wurden entfernt, Sommerfrüchte in weitere Verkaufsstellen eingefügt. Dann Palettenproduktion, da gibt es nun zusätzliche auch platzierbare. Dann Löcher in Wasserplanern wurden gestopft. In der kleinen Garage wurde der Boden im Winter weiß. Das gibt es jetzt nicht. So, von Version 1.1 auf Version 1.1 braucht man kein neues Savegame und auch im Savegame selbst muss man nichts ändern. Ja, leider gibt es hier keine Bilder, auch keine BDA. Finde ich recht schade. So, Wild West von Chess 64 and Peran V1. Die Wild West gibt es auch schon in Version 1.4, aber das wurde einfach nur umgeändert auf V1 und das einzige, was sich hier geändert hat, war der Link, der Wild West 16-fach wurde einfach nur richtig gestellt bzw. aktualisiert. Und vielen Dank geht auch an Papa Smurf und an die ganze Crew für das Kartentesting. Gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich wieder in 2 Tagen. Bis dann. Ciao, ciao.